Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu I Am Alive. Wir versuchen jetzt von der Baustelle wegzukommen, um May die lang ersehnten Medikamente zu bringen. Und wir müssen nach rechts, denn wir sind jetzt hier wieder im Staub. Und ich möchte eigentlich so schnell wie möglich hier wieder raus. Denn wir wissen ja, dass der Staub unsere Ausdauer im Prinzip verbrennt. Und am sichersten sind wir hier immer noch hier oben. Oha. Okay. Wir gucken mal da drüben, ob wir... Das sieht mir irgendwie verdächtig aus, ob wir da nicht irgendwas finden können. Und sieht jetzt hier nicht so danach aus, ne. Na gut. Die Frage ist nur, ich weiß gar nicht mehr, wie wir hierher gekommen sind. Wie wir jetzt wieder zurück in die Mall kommen. Wird wahrscheinlich auch wieder eine Kletterpartie werden. So, mal hier. Ah ja. Ein Inhalator. Was kann dieser Inhalator überhaupt? Den haben wir ja das letzte Mal verschenkt. Ach, der kann 3 Ausdauerkapazität. Der ist ja richtig gut. Und wir haben den verschenkt. Naja. Was soll's. So. Drüben ist nichts, oder? Hat doch gerade schon... Das hat doch, da hat doch gerade jemand gerufen, oder? Ja, doch. Okay, wo ist die denn? Diese on the top of this rail car. I could reach the grapple point. Ich nehme an, dass die irgendwo hier auf der anderen Seite ist. Wir rutschen jetzt hier mal runter. Gucken mal, ob wir hier irgendwas finden können. Ruf noch mal ein bisschen mehr. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt hier lauter geworden ist. Ach, geh doch. Kannst du da nicht hochklettern? Doch. Sei ich hier jetzt ungeduldig. ja, ich bin hier. Aber die Frage ist, bin ich hier richtig? Aber ich glaube, ja doch. Komm! Ich werde es worth your while. I promise. We're gonna keep you. Whoa. Your time has come. Guys, look out. You've got a gun. Irgendeiner ist stärker, wahrscheinlich der hier. No, no. Hey, wait, no. Please. No need for that. Please don't kill me. Don't shoot. Step back. Please. Okay, stepping back. Surprise. Ah. Please don't. I'm at your mercy. Step back. Don't shoot. No problem. Komm, geh noch weiter zurück. No, no. Please. Don't back shoot. Okay. Ja, hoffentlich glaubt er uns das jetzt noch. Jetzt müssen wir. Ja. Auf die Handschellen des Opfers schießen. Ich habe aber keine Kugeln mehr. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht irgendwo eine finde. Ja, es tut mir leid, ich habe keine Kugel mehr. Ich hätte das wahrscheinlich auch ohne Kugel lösen können. Young man, you have arrived just in time to watch me die. Hier ist noch einer. I have but one last wish. To smoke a final cigarette. Eine Zigarette haben wir auch nicht. Tut mir leid. Vielleicht eine Kugel. Hier ist nur Wasser. Nee, tut mir leid. Ich könnte noch mal oben schauen, ob da irgendwo was rumliegt. Ich war jetzt nicht überall, aber... Vielleicht können wir hier auch noch mal hin. Nee, hier ist keine Kugel. Nee, tut mir leid. Ich hab nix. Ich muss leider gehen. Tut mir leid. Tut mir leid.
So, wo ist denn das Rohr? Hier. Angeblich wurde sie dazu gezwungen. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Da leuchtet. Ja. Ein Soda-Getränk. Wir können natürlich zumindest eine Zeit lang hier. Nee, jetzt doch zu gefährlich. Vielleicht können wir ja hier nochmal zurück irgendwann und denen dann später helfen, weil Zigaretten habe ich jetzt auch noch nirgendwo gesehen. Ich hoffe es einfach mal, weil wir können jetzt eh nichts dran ändern. So, wir müssen wahrscheinlich hier auf den Zug hoch und uns dann von hier rüberhangeln. Boah, das ist aber ein weiter Sprung. Gerade so. Jetzt haben wir wieder keine Kugel. Das ist kein so gutes Gefühl ohne Kugel, muss ich sagen. Und ich habe auch überhaupt keine Idee, wie wir jetzt wirklich zurück zur Mall kommen. Dass hier überhaupt der richtige Weg ist. Es geht, ja, ich glaube, da hinten können wir dann hoch. Nee. Nee. Ich glaube nicht, dass das hier richtig ist. Hier ist mal ein Haken. Ich sollte versuchen, zu swingen back there with my grappling hook. Ja, okay. Oh Gott. Ach so, ich glaube, hier können wir uns dann hoch und dann nach links und dann müssen wir darüber kommen. Hoffen wir es einfach mal. Wir haben keine Kugel, wir haben keine Haken mehr. Wir haben gar nichts. Ach, aber hier können wir auch einfach rüberlaufen. Mal schauen, ob wir... Ja, nee, da haben wir uns dann, glaube ich, das letzte Mal rutschen lassen. Was ist denn das jetzt? Wieso? Oh. Wieso hat sich denn die Kamera jetzt so komisch gedreht? Oh, scheiße. Hey, no way, man. No sneaking around. This isn't the place you're looking for. Okay. Der tut uns aber nichts. Der tut uns nichts. Gut. Ich war mir jetzt wirklich nicht sicher bei dem. Bei dem war ich mir jetzt tatsächlich mal nicht sicher. Da sind aber schon wieder die nächsten. Scheiße. Hang on. Scheiße. Zwei mit einer Waffe. Oh, leck. Vier Stück. Oh, shit. Shit. Let's stop this, okay? No. Okay. Okay. Ich muss die. Die sind in einer scheiß Position. Wir lassen jetzt da hinten rum. Ach, shit. Shit. Ich hätte ihn nicht erschießen sollen, so ein Mist. Ich hätte ihn angreifen sollen und nicht erschießen. Der lebt tatsächlich noch irgendwie, nee. Oh, hätte ich bloß diese blöde Kugel jetzt gespart. Jetzt könnte ich natürlich zurückgehen und die noch befreien, aber... Ich weiß nicht, ich glaube, ich heb mir diese Kugel jetzt erstmal noch auf. Die sind ja echt super rar. Ach, jetzt habe ich noch ein Schmerzmittel irgendwo gefunden. Aha. Ach so, hier ist der. Hier ist der Aufzug, okay. Ach Mist, ich hätte den normal angreifen sollen. Der war jetzt, da haben wir jetzt zu lange gebraucht. Er hat uns das nicht mehr geglaubt, hat gedacht, wir hätten keine Kugeln mehr. Yeah, and guess what? I've got medicine for you. May's resting now. Managed to find her the medicine she needs. She reminds me so much of our Mary. I'm sure they'd be good friends if only...
want to sleep. Henry. Henry. May's fever has gone down some. I think she's okay to move. We need to get out of here. Okay. Bring May to my apartment. But use the subway. If you take her out in the street, she'll just start coughing again. Now go. The subway tunnels have been used since the event to avoid the dust cloud. From the mall station, follow Line 4 and take the exit for Crockett Street. You can't miss it. It's in much better shape than almost anything else in Haventon. Let's find a way down to that subway station below. Da hinten leuchtet irgendwas. Was ich ja tatsächlich richtig schlecht animiert finde, sind die Augen. Do you have a daughter the same age as me? Yes, I do. Where is she? I don't know, May. I came back to Haventon to find her. Well, since you're helping me find my mommy, I'll help you find your daughter. Thanks, May. That'll be a big help. Wie süß. Wir müssen jetzt wieder ins Untergeschoss, okay. Ja, die Augen finde ich ja richtig schlecht animiert. Also das sieht aus, wie wenn sie irgendwie so draufgeklebt wären. Oh Gott. Das noch mit der Kleinen auf dem Rücken. Also das hätte man echt schon schöner machen können. So, waren wir hier schon mal oder nicht? Ich bin ja doch jetzt ein bisschen gewillt, das hier alles genauer abzusuchen, damit wir möglichst doch viele Sachen finden. Vor allen Dingen eben Kugeln und Kletterhaken. Ah, das hier hat sich jetzt gerade mal nicht gelohnt. Da oben geht es auch nirgendwo lang. Hier habe ich aber doch irgendwas gesehen. Ja. So, Mei, halt dich bloß fest. Da können wir auch runterrutschen einfach. Ja, da finden wir jetzt doch was, aber das ist. Das ist tatsächlich ein Kletterhaken. Das hat sich jetzt doch gelohnt. Okay. Wenn wir jetzt noch eine Kugel finden würden, dann wäre das natürlich der Oberburner, aber ich glaube, so spendabel sind sie dann doch nicht. Na gut. Dann rutschen wir da, glaube ich, einfach mal runter. Denn. Are we going to see Henry? Yes. Good. Will you stay with us? I don't know. Ich weiß nicht, wo wir gekommen sind. Sind wir von hier gekommen? Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Irgendwann mal. Ja, und da sind wir dann hochgelaufen. Ups. Gut, dann geht's jetzt da runter in die U-Bahn. Ich bin ja nicht die Einzige, die hier Silent Hill Assoziationen bekommt. Kazuya hat ja auch schon geschrieben, dass es ihn dran erinnert. Und jetzt noch in die U-Bahn. Da werden natürlich auch wieder Erinnerungen wach. Finden wir aber nichts. Ach, ich hätte so gerne noch eine Kugel. Diese blöde Kugel, die ich vorhin umsonst da verballert habe, die ärgert mich immer noch. Ach, in Lagerfeuer können wir die auch reinstoßen. Das ist ja fies. That's the place Henry told me about. Just follow line four. Oh, eine Kugel. Zwei Kugeln, das ist ja, glaube ich, echt schon Luxus. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen vorsichtig. Ich hoffe ja jetzt mal nicht, dass wir von irgendwelchen Typen hier angegriffen werden, wenn wir die Kleine auf dem Rücken haben. I'm just taking the child to a safe place. Ja. We got hungry children too. May, hold on tight. Scheiße. Drive a real. Der eine hat eine Kugel. Help here. Back off. Oh God, okay, jetzt probieren wir das mal mit dem
mit dem... Please don't let me die here. Das ist noch ein ekligeres Gefühl, wenn man die Kleine auf dem Rücken hat, irgendwie. Ach, mir haut hier immer meine Maus ab. Ist irgendwie so ein bisschen uncool. Vor allen Dingen noch so brutal, den hier ins Feuer gestoßen. Und jetzt haben wir drei Kugeln tatsächlich. Der eine hatte nämlich auch eine Waffe. Mehrere Schmerzmittel. Also meckern können wir jetzt gerade nicht, aber wie gesagt, das ist irgendwie kein so gutes Gefühl, wenn die Kleine da auf dem Rücken ist. Da hinten ist auch schon wieder jemand. Die werden uns jetzt nicht schon wieder angreifen, oder? Die sehen aber... Bitte tu etwas, okay. Was soll ich denn jetzt hier machen? Anyway, thanks for stepping in. The biggest emergency shelter was set up inside the mall. It was abandoned pretty quick. There's probably other shelters around that still have people. You'd have to leave the city to find them. You'd never catch me wandering out that far. Ach so, okay, also das war wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich irgendwie hier zusammen unterwegs und die zwei hier haben gerade Stress bekommen und jetzt haben wir ihm das Leben gerettet, indem wir ihn einfach bedroht haben. Aber es hat schon gereicht, nur die Waffe zu ziehen. Immerhin müssten wir jetzt nicht schon wieder jemanden erschießen. Wo müssen wir denn eigentlich lang? In der Linie 4 sollten wir ja folgen. Aha. Exit. Okay, können wir das irgendwie hochheben? Nee. Gut. Irgendwas habe ich jetzt verpasst. Hier vielleicht? Ja. Okay. Es ist ja schon wieder ziemlich dunkel hier. Aber wie ich jetzt zu diesem anderen Ding komme? Ja. Red Line. Von Linie 4 steht hier gar nicht. Hier redet schon wieder irgendwo jemand. Die haben eine Menge Zeug da hinten. Und hier? Hallo? Hallo? Redet nicht mit uns. Wo müssen wir lang? Linie 4. Und dann? Ja gut, wir müssen wahrscheinlich... Müssen wir in die Richtung? Ich weiß es gar nicht. Ich guck jetzt mal, einfach, was hier so ist. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Why is everybody mean now? Not everybody, May. Are you mean? No. I promise I'm not. Ich glaube hier... Doch. Aber ich glaube, hier ist schon zu Ende. Hier ist der Abgrund, von dem der gesprochen hat. We have to reach the other end of the track. Do you want to go down there? Yes, we have to. Don't worry. It's gonna be exciting. Okay, wir müssen doch da lang. Also gehen wir nochmal zurück. May hat schon richtig erkannt, dass jetzt alle ziemlich gemein geworden sind. Der da will den Kindern einfach das Essen wegessen und sagt, wenn du die Augen zumachst, dann siehst du ihre hungrigen Blicke nicht. Das ist schon übel. Der da redet nicht mit uns. Jetzt will ich mal zu diesen anderen gehen. Die haben ja einiges. Aber ich glaube nicht, dass sie das mit uns teilen wollen. So you're just exploring the subway station. That kid must be hungry.
You can have some of our meat. Enjoy it while it's here. Da, wir dürfen sogar was haben. Und was liegt da hinten noch? Rattenfleisch. Uff. Aber wir durften es mitnehmen. Es gibt also noch nette Menschen. What happened here? Wer hieß May, close your eyes. It's still very, very oh quiet. Gott. Alles voller Blut. Hey, no way, man. No sneaking around. Was machen die hier? Go away and maybe you don't get caught. Hold up. Oh, hold up. Hey, I'm watching you. So don't even think about coming just back. Just come back. Help us. Hey, chill out. Scheiße. Die werden, ich weiß nicht, was die hier treiben. No, no. Please take it easy, man. Hey, no more messing around. Murderer. They're cannibals. Please save us. Ich hoffe, die haben jetzt wirklich, jetzt müssen wir so ganze Munition hier. Gut, komm. They were gonna eat us. The event changed us so much. But my worst memory is the evacuation of the city. It took a whole new turn when the dust cloud started to billow in. It was a stampede to get onto the boats, pushing, shoving, people running each other over. It was madness. Seeing that, some people changed their minds and stayed behind, myself included. Okay, die haben die hier festgehalten, um sie dann zu essen. Oh Mann. Und hier sind Zigaretten. Und noch mehr Rattenfleisch. Okay, Leute. Das war ein ziemlich deprimierender Part, muss ich sagen. Ich hoffe, die anderen werden ein bisschen besser wieder. Ich bedanke mich aber schon mal fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.